Ach stimmt, na klar, hier die Rampe hoch bei Hank. Macht ja klar, macht ja klar, macht ja Sinn. Kilos! Ich merkst du, Rabauke, nicht, dass ich mich unterhalte? Das wurde auch Zeit. Ragnar hätte dich viel eher freigeben sollen. Die Grundlagen meiner Arbeit sind dir bekannt? Natürlich. Eure Erkenntnisse reichen bis Goliath. Erkenntnisse? Selbstverständlichkeiten. Ich arbeite mittlerweile an Größerem. Man erzählt sich, ihr forscht am Panacea? In der Tat. Jedoch sind meine Ergebnisse noch nicht spruchreif. Doch nun genug mit dem Geschwätz. Ich denke, wir werden wunderbar miteinander auskommen. Mach dich mit allem vertraut, sodass wir bald frisch ans Werk gehen können. Jawohl. Jetzt kann die Arbeit endlich beginnen. Und wem habe ich das zu verdanken? Genau, dir. Eigentlich darf ich ja nichts so herausgeben. Aber weil du es bist. Hier. Schätze, das wird dir auf deinen Reisen helfen. Bleibt unser Geheimnis. Na klar. Dank des Magiers. Warte mal. Hast du noch Text? Alchemie ist eine Kunst für sich. Schade. Tilas. Genau. Was ist mit Panacea gemeint? Was ist dieses Panacea, das Marvin dir gegenüber erwähnt hat? Das Panacea, mein unwissender Freund, lässt den Stein der Weisen wie eine Spielerei für Kinder aussehen. Es ist ein Allheilmittel. Präziser, das Allheilmittel. Oh. Klingt praktisch. Und unerreicht. Meine Forschungen haben lediglich oberflächlichen Charakter. Die Expertise, die benötigt wird, um es zu kreieren, übersteigt den gemeinen Geist. Aber deswegen bin ja auch ich es, der es ergründen wird. Und wie lange wirst du dafür brauchen? Ewig, weil mir die Hauptingredienz stets verweigert wird. Die wäre? Meine verdammte Ruhe. Warte mal. Ich habe dir deinen Lehrling gebracht. Ich habe dafür gesorgt, dass dein Lehrling den Weg zu dir findet. Du willst das gewesen sein? Frag ihn doch selbst. Papalapap, ein Lehrling hat mich etwas zu fragen und nicht umgekehrt. Oh Mann. Aber gut, du hast ihm also bei seiner Reise geholfen. Schön. Mehr hast du dazu nicht zu sagen? Du Spitzbube, spekulierst doch nicht etwa auf eine Belohnung. Splitter brauche ich selbst, bin ja kein Goldesel. Ich werde Fenris sagen, dass du mir eine Hilfe gewesen bist. Ja, so großzügig bin ich. Und jetzt widme ich mich wieder meinen Angelegenheiten. Die Forschung schläft nicht. Gut. Kannst du mich unterrichten? Kannst du mich unterrichten? Natürlich nicht. Meine Zeit ist immerhin eine endliche Komponente. Und ich möchte es mir ersparen, dich erneut über ihren Wert aufzuklären. Ein einfaches Nein hätte gereicht. An einen Flegel wie dich wäre mein Wissen sowieso verschwendet. Bitte was? Wie kommt es überhaupt, dass jeder Stümper denkt, meine Forschungsergebnisse wären allgemeingut? Kein Wunder, dass deine Beliebtheitswerte in den Keller rauschen. Ich könnte dich bezahlen. Ich könnte dich bezahlen. Ich sagte doch schon, dass der Wert meiner... Jetzt halt die Luft an und nenn mir deinen Preis. Nun gut. Wir wollen ja keine Staatsaffäre daraus machen. Wenn ich dir ein paar Grundlagen beibringe, darf ich wohl annehmen, dass du mich nicht mehr wegen jeder Kleinigkeit behelligst. Bezahl mich und ich werde sehen, was dein Verstand fassen kann. Verkaufen werde ich dir allerdings nichts. Such dir dafür einen anderen Gelehrten. Das klingt doch schon mal gut für den Anfang. Bring mir was bei. Bring mir etwas bei. Nun, welches Fachgebiet darf es sein? So. Heilung und Co. Was hast du denn? Chemie. Da fehlt mir Intelligenz für.
Tränke herstellen. Vielleicht ganz hilfreich. Konstitution. Oh, Lebenspunkte auf jeder Stufe. Das wäre ganz gut. Regeneration. Tränke. Effektiver Nutzen. Guter Esser. Ich bei diesem Lehrer. Hm. Oh, die haben das ein bisschen geändert. Kann das sein? Also, ich kann auch sein, dass ich mir das jetzt nur einbilde. Aber die Sachen, die ich bei ihm lernen kann, die sind ein bisschen heller. Das finde ich gut. Ich glaube, das war beim letzten Mal nicht so. Ich kann es mir auch einbilden. Fünf Konsti. Ich glaube, wir haben noch ein Level-Up, ne? Gut. Ja, wir haben noch 10 AP. Das sollte gehen. 5 Konsti. Na klar, das nehmen wir mit. Hi. Bring mir etwas bei. Nun. Dann hätte ich gerne mehr Leben. Das macht. Wie viel Gold will er. Wie viel wollte er jetzt noch später sehen? So viel war es, glaube ich, nicht, ne? Oh Gott, 1000. Mann, ist der Typ teuer. Oder was? Das war jetzt der erste, ne? Ach ne, das ist die nächste Stufe schon, die 1000 kostet. Okay. Dann waren das wahrscheinlich 500 oder so. Ja, es waren 500. Wenn ich meine Spieler so angucke. Das ist natürlich nicht schlecht. Dann teleportiere ich mich nach hier. Das ist ein bisschen Wegstrecke sparen. Dann reden wir nochmal mit Torhild. Die müsste auch irgendwo rumgeistern. Da ist Butch. Ach, da ist die Oberaufseherin. Hi. Butch und die anderen arbeiten wieder. Butch und die anderen Sätze arbeiten wieder. Das ist gut. Eine Sache gibt es allerdings noch, bei der ich deinen Rat gebrauchen könnte. Na? Du hast bisher nicht den Eindruck gemacht, dass dich Ratschläge interessieren. Was du nicht sagst. Deshalb bitte ich dich ja darum. Okay. Also, ich habe Zeit. Was möchtest du denn wissen? Ich habe Zeit. Was willst du von mir wissen? Nun, irgendwas sagt mir, dass die Splitter die Setzer nur kurz bei Laune halten werden. Kein Wunder, sie sind unzufrieden. Aber warum? Sogar brauchbares Werkzeug haben sie. Genau, hast du ihnen einmal zugehört? Hast du ihnen denn mal zugehört? Wieso? Die Aufgabe ist doch klar. Ich habe ihnen mehr als einmal erklärt, was sie zu tun haben. Hast du es ihnen auch vorgemacht? Nein. Warum auch? Hast du ihre Arbeit mal gelobt? Nicht, dass ich wüsste. Und räumst du deinen Leuten die gleiche Zeit ein wie den Setzlingen? Nicht wirklich. Das habe ich mir gedacht. Ich begreife langsam, was du mir sagen willst. Ich denke, ich weiß, was zu tun ist. Danke für deinen Gedankenanstoß. Noch irgendein Wunsch? Wolltest du sonst noch etwas wissen? Vorerst nicht. Ich werde Fenris ausrichten, dass du mir eine Hilfe warst. Nun entschuldige mich. Es gibt da was zu klären. Sehr gut. Da bin ich mal gespannt. Redet jetzt mit den Leuten und entschuldigt sich? Das wäre mal gut zu wissen. Gucken wir doch mal. Anstatt hier runter zu springen, weißt du, da läuft fein im Weg lang. Das putscht da unten, glaube ich. Ah. Herhört! Ich war in letzter Zeit nicht immer ganz fair zu euch. Eigentlich noch nie! In Zukunft
werde ich die Dinge anders handhaben. Ich werde euch nach besten Kräften unterstützen. Und wenn ihr Fragen habt, fragt. Heißt das, wir müssen nachts nicht mehr arbeiten? Nein. Ruht euch aus. Gemeinsam werden wir die Setzlinge zu wahrer Größe heranziehen. Unsere Weltenherzen werden den Fremden zeigen, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Jawohl! Auf unseren Schultern lastet unser aller Wohl. Macht euch das immer bewusst. Gutes Gelingen. Unglaublich, die Alte ist wie ausgewechselt. Sehr schön. Butch? Butch? Warte mal. Butch? Hallo Butch? Mir fehlen die Worte. Wir werden anständig bezahlt und dürfen uns ausruhen. Hier, zur Feier des Tages. Bevor es sich der Drachen anders überlegt. Schwarzgebrannter, okay. Sehr schön. Gut, was hat uns eigentlich Marvin? Der hatte uns doch so einen Trank gegeben. Ist das was Dauerhaftes oder was war das? Trank des Magiers. Erhöht dauerhaft die Intelligenz um 1. Trank der Eisenhaut. Dauerhaft um 1. Okay. Konsti. Das ist cool. Gibt dir einen zusätzlichen Lernpunkt. Oh, warte mal. Bei Elix 1 hat mir das... Warte, bevor ich die Tränke mir hinter die Binde kippe, will ich mal sehen, ob das meine... Weil das hat bei Elix 1 nämlich Auswirkungen gehabt. Das hat nämlich tatsächlich die Kälte steigen lassen. Ich meine, Kälte gibt es hier nicht mehr, aber dafür gibt es jetzt natürlich andere Dinge. Okay. Das scheint... Das scheint keine negativen Auswirkungen gehabt zu haben, oder? Nee. Nicht irgendwie von wegen Kälte und so? Eigenartig. Ich meine, ich finde es ja gut, aber es wirft die ganze Lore vom ersten Teil über den Haufen. Oh. Oh, Elex. Elex-Trank. Kälte gesunken. Kälte gestiegen. Egal. Ich hinterfrage es nicht. So, wir müssen das noch für Red machen, also quasi mit Wolf zusammenarbeiten, um Red zu gefallen. Das werden wir heute wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Vielleicht dann morgen. Ich möchte erstmal zu Bastion und mich mal um die Viecher kümmern. Das sollte ja noch drinne sein. Lock. Oh, wir haben 16 AP. Nicht schlecht. Ach ja, wir sind auch Level abgestiegen. Level abgestiegen. Oh Gott. Level. Hat ein Level ab. Sicherung des Landes. Nee, später. Frühjahrsputz. Genau. Na dann. Frühjahrsputz. Viecher vermöbeln, um genau zu sein. Ach, da ist doch schon eins. Ach, die springen über den Zaun? Echt jetzt? Au! Sagen, Kaya, brenn bitte nicht die Hühner ab. Ich würde das Federvieh ja mal so mal treten und so, aber da wir jetzt so ein Gesinnungssystem hier haben, wirkt sich das negativ auf die Gesinnung aus. Das möchte ich ungern. Da unten ist noch so ein Vieh.
Es geht los. Jo, mach mal. Kommt da hoch? Achtung! Ja, Achtung ist gut. Hau doch mal drauf. Er ist wütend. Warum, verstehe ich jetzt gar nicht, aber... Bleib doch mal stehen, Kollege. Oh, er hält ihn also nicht endlos fest, den Pfeil. Schade. Achtung. Ja, dann. Achso, wir sollen, mach doch mal was. Die muss aufpassen, wo sie hinzielt, Mann. Du willst nicht, Kaya. Ist okay, ich verstehe. Keine Sorge, ich krieg das schon hin. Bauplatscher macht Laune, ich verstehe. Oder Flachkörper in dem Fall. Oh. Aber wir könnten uns ja nochmal bedienen, bevor hier vielleicht noch Leute einziehen. Ja, das hier kann einmal wohnen, verstehe ich, so wie es aussieht. Ein bisschen putzen und so, renovieren, warum nicht? Ich meine, hier ist noch Glas drin. Achso. Tada! Zu einfach. Ja, tatsächlich. Oh. Eine Mütze, die uns nichts bringt. Naja. Also, wir haben die Gasmaske noch aufgenommen. Wir hatten noch schon was Besseres. Die brauche ich doch eigentlich nicht mehr. Wer hat noch den Crocodile Dundee Hut? Crocodile Jacks. Schwarzgebrannter auf dem Klo. Oh. Passt. Warum auch nicht? So, hier sollen noch Viecher sein. Wahrscheinlich eher so den Weg hoch. Gucken wir uns mal um. Drei Handgranaten. Läuft. Spieß durch. Oh, Truhe. Ach du Scheiße. Das war wohl nichts. Nee, das war nichts, das stimmt. Platsch. So, erledigt. Kleiner weißer Stein. Ach so, wir müssen mal gucken, ob wir Sachen vielleicht auch mal sockeln und so. Aber da bin ich auch noch zu blöd zu. So viel, was wir noch machen können, ne? Das ist unglaublich. Wir haben gerade nur an der Oberfläche begonnen zu kratzen, sozusagen. Chili con carne, okay. Alter, hier sieht's aus. Bäh, das Klo sieht zugeschissen aus ohne Ende. Gidi, 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 gidi.